Ja, die gute Nachricht ist, ich habe meinen Singleplayer-Spielstand aus dem Stream wieder auf dem Server zum Laufen bekommen mit ein paar Tricks. Und zwar einfach Savegame anlegen, also einmal einloggen auf dem Server, dann auf dem FTP-Server gehen, den Savegame-Ordner auswählen, den man angelegt hat, alles rauslöschen und dann in den jeweiligen Singleplayer-Spielstand gehen im Steam-Ordner. Den hochladen, natürlich auch das Szenario auf dem Server und dann funktioniert's. Bis jetzt zumindest. So, ja, dann gebe ich schon mal ein bisschen Ton drauf. Vom Spiel her. Und da wollen wir mal schauen, was ich so noch anstelle heute. Alldieweil, ich habe schon ein bisschen rumprobiert auf Screen, bis jetzt funktionierte es. Eigentlich brauche ich ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, Eisen. Das ist ja dunkel hier. Ich habe zur Vorsicht nochmal den Server neu gestartet, bevor ich angefangen habe. Ich bräuchte Eisen. Kosten Items. Anderer Eingang. Wir brauchen Eisen. Definitiv brauchen wir Eisen. So, warum schleppe ich den Sauerstoff mit rum? Keine Ahnung. Haben überhaupt Haufenzeug mit mir rumschleppen. Braucht doch gar keiner. So. Da bin ich froh, dass mein Server schon wieder läuft. Das steht hier umsonst bezahle. Bis zum nächsten Update hin. Schauen wir mal. So, Eisen. Gibt's überhaupt auf dem Planeten Eisen? Meteoriten. Erzlager, was ist denn das? Eisen gibt's. Das haben wir bloß noch nicht entdeckt. Ja, ich würde sagen, da müssen wir mal wie so ein bisschen mal einen Rundflug starten und nach Eisen Ausschau halten. Bevor wir mit dem Beutenkleider löst sind und dann uns das Zeug, ja, einsacken. Das nehme ich ihm dann mal auf das Schiff. Ich nehme mal das Kleine dort oben. Wir stehen hier relativ gut. Also das ist derselbe Spielstand, wie gesagt, den ich mal für den Stream im Single angelegt habe, weil der Server kaputt war. Ein bisschen auf Screen rumprobiert und gemacht, aber verpasst habt ihr nicht. Und auch schon ein bisschen gefarmt. So, wir starten natürlich Triebwerke. Reparaturvorlage habe ich gespeichert, Treibstoff ist drin. So, Waffen sind geladen. Da kann es losgehen. Einen kleinen Eisenposten habe ich schon noch gesetzt. Eine große Base habe ich besetzt. Ich weiß auf welchem Planeten, das ist ja wieder das große System. Mit den 49 oder 59 Planeten. Ach, Nachtbeute gehen ja. Das ist irgendeine Base. Das ist vor die friedliche oder feindliches. Schießt nix auf uns. Mädchen habe ich abgebaut. Ich habe drei Lagerstätten gefunden gehabt, das habe ich schon gebraucht, ja. Sprit und die anderen Sachen. Dort ist er Eisenerzlager. Alle
und Gemüse, aber sonst so 0,3, okay. Dann fliegen wir mal wieder zurück. Ja, schnappen wir uns die Beutelkleider und bei den ganzen Lateinschlappen. Warten, bis das Raumschiff geladen ist. So, da sind wir wieder da. So, beste Frage, habe ich was zu essen? Nicht mehr so viel, da möchte ich noch was einpacken. Das habe ich schon mal vorbereitet. Wir nehmen mal 20 Dinger mit. Müsste lang. Treibstoff habe ich noch. Nehmen wir unseren kleinen. Jetzt müssen wir natürlich das nochmal auf der Karte markieren. So, okay. Kilometer, ich denke. Ich habe mich natürlich wieder daneben gesetzt. Und bei den Vegetinen nehmen wir gleich ein bisschen Holz noch mit. Habe ich zwar vorhin schon gemacht, aber was heißt das?
gesagt, im alten Serverspielstand hat es ja völlig zerschossen gehabt. Es geht auch die Steuerung wieder relativ gut. Ja, was ganz schön gebeutelt. Diese ganze Stücke. Luftlinie ist das ja schneller, aber wenn ich mit dem Bohrer rumhandiere, geht das mit dem Boden leider schneller abzubauen. Ich war gespannt, ob feindliche Drohnen da sind. Ich sehe das nicht. Scheinen keine da zu sein. Hier muss es sein. Muss ich mal kurz das Licht ausschalten. Problem ist, ich sehe da drüben Außerirdische. Es ist die Frage, was das für welche sind. Und dass die komischen Xirax sind, die immer feindlich gesinnt sind. Sowas wie Zielfernrohr drauf, ja. Ne, toll. Okay, die lassen wir in Ruhe. Wir müssen es ja nicht mit jedem auf dem Planeten verscherzen. Wo grabe ich mich denn da durch? Ist das für mich sinnvoller? Ich hoffe, das stört ihn nicht, wenn ich da ein bisschen Erz mir hole. Ah, da haben wir es doch schon. Oh. Ich will mir Verscherzenskreide mit denen. Noch sind sie neutral. Nicht mehr lange.
Das finden die offenbar nicht so günstig, dass man dann ihr Erz klauen. Also wenn es an die Rohstoffe geht, werden sie bitter. Das ist blöd, ne? Das sollte man nicht unbedingt machen. Na gut. Ja, schon mit allen Fraktionen verscherzen will ich mir noch schießen den auf uns. Und die haben auch gute Bomben dabei. Es war nicht so, dass wir die nicht schaffen würden, aber. Ja, die haben ja ganz schön Massen dafür. Das sollte man überlassen. Also das mögen sie nicht. Okay, gut zu wissen. Oh, bei Bäumen sind sie noch böser drauf, als wenn man dann das Erz klaut. Die scheinen umweltfreundlicher zu sein, okay. Die haben auch ein ganz schön großes Gebiet, muss ich mal so sagen. Blöd. Hier ist ein neutrales Gebiet. Aber lass mich raten, genau hier gibt es wieder nichts.
Das neutrales Gebiet, wenn jetzt erst ein Eisenlocher erkenntlich zeigen wäre, wäre ich glücklich. Aber das Glück haben wir bestimmt wieder nicht. Gehe ich mal dort lang. Gucken, alles hier hingeht. Kupfer, na komm. So viel glaube ich. Aber auch noch besser was mitnehmen. Neutrale Zonen überwachen die Sirax. Okay. Kriege ich da eigentlich wieder Pluspunkt, wenn ich die abschieße? Nee. Leichter Treffer, okay. Halt ein bisschen noch Kupfer erstmal. Kriegt man hier zumindest im neutralen Gebiet erstmal keine Minuspunkte.
ist irgendwo ein bisschen fest. Gut, wenn du die Kamera einziehst später. Ja, ich nehme für YouTube gleich noch ein paar Balken parallel mit auf, also nicht wundern, wenn ich mal kurz verabschiede. So, wie viel haben wir jetzt denn eingesackt davon? Geht eigentlich. Fast zwei Stacks.
Freundlich. Na gut, das ist erstmal egal. Da können wir auch, da muss ja, weil wir eh immer feindlich sind, können wir mal schauen, ob wir hier Eisen finden. Das ist sowieso wurscht. Das ist eine Base, das ist vielleicht nicht so günstig. Die machen bestimmt aber. Wenn, dann verscherzen wir es bei den richtig. Also haben die angefangen, uns unfreundlich gegenüber zu sein, von daher. Gibt's ein wenig aufs Mäppchen. Treffen und ist zu weit weg. Ja, jetzt ganz schön ab. Ich glaube, ein bisschen zu hoch gesprungen, was? Ein schwerer Waffenbausatz, sehr schön. Hässliches Getier, muss man mal so ist eine Base. Minuspunkte gekriegt bei dann.
Was ist da, Report? Dings da, Bundesabriss-Tille. Geben Sie jetzt auf. Ah, geparkt habe ich nicht gut. Ja, bei Talon kriegen wir jetzt Punkte. Oder plus Punkte. Jetzt ist es feindlich. Ja, ich begrüße erstmal alle, die hier zugeschaltet haben im Stream. Könnte man mal seine Base angreifen. Gucken, ob man das wirklich machen kann. Müsste ich auch den anderen Bodenkleider holen. Legen wir zurück zur Base. So, auf YouTube verabschiede ich mal. Dann danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.